Hey ho, meine Lieben! Wir machen heute Hähnchenschenkel. Nein, das ist nicht das alte Video, das ist ein neues Video. Ich habe eine Großpackung eingekauft gehabt von den Hähnchenschenkeln. Da sind noch 4 Stück übrig, die machen wir heute. Und wir tun sie in die Schwürzen und dazu eine Kokos-Curry-Ananas-Soße. Kurz wie im Titel, Hähnchenschenkel mit Kokos-Ananas-Soße. Ja, dann gehen wir rüber mit dem Gewürz und dann schauen wir uns schon die paar Zutaten an, die da sind. Attacke! So Freunde, heute soll es ja ein schnelleres Video sein als das letzte wieder. Die Hähnchenschenkel, die werde ich jetzt wieder schnell einritzen, dann mit dem Gewürz einwabben und dann sehen wir uns auch schon draußen am Grill, wenn ich sie auf den Grill drauf hau. Und Süßchen habe ich hier Ananas, Kokosnussmilch, an Reis gibt es nachher auch noch dazu, den habe ich hier jetzt einfach mal hergestellt. Würzen tun wir das Ganze nur mit SPC, also Salz, Pfeffer und Curry. Eventuell hauen wir da noch was in die Soße mit, nein, aber ja, das werden wir nachher dann sehen. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, weil dann wird es mit Sicherheit lecker. Gut, ich bereite schnell die Hähnchenschenkel vor und ja, dann sehen wir uns draußen, wie ich sie schnell drauf hau und auf den Grill und danach dann hier herin, wenn wir schnell das Sößle machen. Hier sind sie drin, schön eingepudert, bisschen einmassiert, leider keine Einwirkzeit mehr gehabt. Ja, das ist wieder ein Video nach Feierabend, aber ich habe gerade wieder so richtig Bock auf Videos machen und ja, machen wir es ganz einfach. So, die lege ich jetzt erstmal hier ganz außen rum, weil wir müssen ja drinnen noch das Süßchen basteln. Na komm her, da sollst du hin. Du blöde Henne! Ich werde zwischendrin einmal rausspringen und gucken. Euch weiß ich nicht, ob ich da jedes Mal mitnehme. Wir werden sehen, aber jetzt gehen wir rein, damit wir das Sößchen basteln können. So Leute, hier die Gerätschaften, was wir wahrscheinlich für das Sößchen benötigen. Ein Topf, großer Löffel, kleiner Löffel, Gabel und ein Messer. Wo fangen wir an? Wir fangen jetzt erstmal mit der Ananas an. Schütten wir gleich mal ein bisschen was von dem Saft da rein. Oh, ich habe ja Scheiben erwischt und keine Stückchen. Dann nehmen wir uns jetzt mal so 4, 5 Scheiben. Und die werden wir ganz einfach klein schneiden, klein hacken, so klein und fein wie möglich. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich es pürieren soll, aber ja, manche Leute haben keinen Pürierer, keinen Pürierstab, nichts, und deswegen machen wir das jetzt ganz einfach auf die altmodische Methode. Einfach klein hacken und eventuell noch mit der Gabel ein bisschen vermanschen. Also das ist jetzt wirklich eine Idee rein von mir. Ich wollte es jetzt einfach so mal ausprobieren. Tun wir das hier erstmal alles hier rein. Dann nehmen wir uns nochmal 2 Scheiben und die schneiden wir jetzt, ja, so wie man in etwa die Ananas gestückelt aus der Dose kennt. Und die tun wir dann da auch rein. Leute, ich werde wahnsinnig, ich habe es wieder geschafft, dass ich nicht aufgenommen habe. Oh, verdammte Axt. Ich habe jetzt gleich ein bisschen Curry reingeschmissen. Eine Prise Salz, wirklich nur eine klitzekleine Prise und ein ganz kleines bisschen Prieschen, ja, also wirklich nur ganz wenig Pfeffer. Ja,
Und das Ganze werden wir jetzt zum Köcheln bringen. Von der Kokosmilch habe ich die ganze Dose hinein. Und ja, tun wir es aufköcheln. Einmal und dann schauen wir mal, ob das Ganze schmeckt oder ob wir noch ein bisschen nachwürzen müssen. Das Ganze bringen wir jetzt einmal kurz zum Aufköcheln, habe ich glaube ich auch schon gesagt. Nehmen wir den Kochlöffel hier. Aber eigentlich könnte ich ja so mal probieren. Eine leichte Currynote hat es schon. Aber erst einmal das Ganze wirklich einmal kurz aufköcheln und dann nochmal probieren. Hui! Hui, jetzt hat es gerade aufgebrodelt. Mein Schatz tut mir hier jetzt da hinten gerade noch ein bisschen Speisestärke in Wasser auflösen, dass wir das Ganze noch ein klein bisschen eindicken. Aber jetzt geht es erst einmal ums Abschmecken. Ein bisschen. Scheiße. Jetzt wartet schnell. Ein klein bisschen Curry noch. Schau. Eingedickt. So. Jetzt ein klein bisschen Salz noch. Zum Geschmack anheben habe ich übrigens noch ein Teelöffelchen Zucker vorher gerade mit rein. Wieso rührst du so verrückt um, dass es gleich alles übersabbert? Dass du nachher was zum Putzen hast. Ach so, ich wieder. Ja, vielen Dank. Ja. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Geschmack dran. Also das ist jetzt Ermessenssache. Und dann haben wir noch ein klein bisschen was von India Rub rein. Dann ist aber gut, hoffe ich doch. Schatz, das wird ja wie Pudding schon. Ja, die Speisestärke. Ja, wieso hast du so viel reingehauen? Jetzt kommt gleich wieder, wie man es macht, ist nicht recht. Ja, wenn ich es nur weiß. Wenn ich es nur weiß. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir die Flöckchen hier noch auflösen. Also Leute, ihr habt es gesehen, mein Schatz hat die Speisestärke reingehauen, nicht ich. Ich bin unschuldig. So. Ja. Jetzt haben wir eine leicht cremige, leckere Soße. Jetzt habe ich noch mehr gesabbert. Aber egal, ich muss es ja eh putzen. Leute, ich nehme euch jetzt mit raus. Süßchen ist soweit fertig. Stellen wir nur noch warm. Und ja, lass mal Schatz hier herinnen. Ach komm. Jetzt lass mal Schatz hier herinnen den Reis fertig machen. Und wir gehen aus. So, Freunde. Und dann gucken wir mal nach, wie lange es die Schweinebacken, die Hühnerbeine jetzt da drauf liegen. Keine Ahnung. Eine schöne Hitze habe ich heute. Hey, die sehen mal richtig bombastisch geil schon aus. Muss man echt so sagen. Aber hallo. Deckel zu. Weiter grillen. Das hätte ich schon wieder die Cam fast vergessen. Ich bin jetzt einmal am Durchmischen von den Hähnchenschenkeln. Den tun wir jetzt nach hinten, den tun wir nach vorne und den tun wir auch noch umdrehen. Jo, heute habe ich von Anfang an die Barbecue Cubes mit dazu und ja,
Es wird. So Leute, die Hähnchenschenkel sind jetzt dann gleich soweit. Ja gut, bei dem Bums da hinten drin, kein Wunder, geht heute etwas schneller. Was man auf alle Fälle vermeiden sollte, so wie hier, bei diesen Hähnchenschenkel, habe ich genau hier bis auf den Knochen durchgeschnitten. Da kommt ein bisschen das Knochenmark raus. Ja, das ist jetzt passiert, aber ihr wisst ja, wenn mir was passiert, ich sage immer, ja, was dazu. Und stehe dazu, ist so. Aber da die Teile ja eh gleich fertig sind, denke ich mal, werde ich die Cam schon mal reinbringen. Wir werden das Söschen wieder warm machen. Und der Reis sollte jetzt dann auch gleich fertig sein. Ja, und da können wir schon schnabulieren. Gehen wir rein. Ja, hier sind sie. Ich würde mal sagen, die sehen mal sehr lecker aus. Aber ihr dürft natürlich noch meinen Teller sehen. Bis gleich. Also da war so viel Soße drüber, das sieht überhaupt nicht schön aus. Doch, für mich doch. Mein Schatz schimpft gerade, dass ich mir viel zu viel Soße draufgehauen habe, dass das nicht mehr schön aussieht. Aber Soße kann man doch nie genug haben. Ja, so sieht es jetzt aus bei mir auf dem Teller. Und jetzt kommt natürlich noch das obligatorische Probiererle. Wir fangen jetzt gleich einmal mit dem Söschen an. Ja, da muss ich jetzt nichts rumschneiden. Weder im Video noch ja, beim Essen oder zum Essen. Sehr sanft. Also die Soße hätte locker noch ein bisschen Curry vertragen können. Muss man halt abschmecken. Heiß. Aber doch sehr lecker. Und jetzt probiere ich mal dieses Hähnchen. Ein bisschen Fahrt. Dann haut er noch ein Curry drauf, Patricia. Das aufs Hähnchen, was ich fahre. Hähnchen oder da. Die Soße. Bitte. Hähnchen. Dann haut er noch ein Gewürz drauf. Ja. Tja. Ja, Patricia hat recht. Da fällt ein wenig Salz. liegt aber definitiv daran, dass ich die Gewürze draufgehauen habe und gleich auf dem Grill drauf habe, dass die haben nicht so richtig ins Fleisch einziehen können. Ja, also gestern bei dem anderen Video hat es ja richtig Zeit gehabt zum Einziehen. Heute leider nicht. So ist es nach der Arbeit. Und wenn sie jetzt schimpfen, dann sollen sie sich nachsalzen, sollen sie sich nachwürzen und fertig. Alles gut. Ja, okay. Fazit kommt aber hinterher noch. Oh, aufgegessen. Ja, alles alle, bis auf Reis und das Söschen. Aber ich glaube, da werde ich morgen noch ein bisschen Hähnchenbrust organisieren, die kurz in der Pfanne anbraten, ein bisschen klein schneiden. Patricia hat gerade das Klopapier gefunden. Das ist nicht euer Ernst. Ja, Mama hat eingekauft und ich habe auch noch eingekauft. Ihr seid's doch wahnsinnig. Ja gut, kommen wir wieder zurück zum Fazit. Das lasse ich jetzt im Video drin. Ich habe mir voll gesehen. Ist egal, ich war 12 Stunden Arbeit, da darf man scheiße auch schon. Ja, ihr seht, trotz der Krise, ihr geht immer lustig zu. Hilft ja nichts. Und ja, also nochmal. Auf so ein Hähnchenschenkel oder so würde ich jetzt dieses Gewürz nicht empfehlen. Also, das war etwas, naja, nicht. Hat nicht ganz zu unserem Gusto getroffen. Ja. Es war auch leicht bitter, die Haut. Also, ich habe die Haut nicht gegessen. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ist nun mal so. Aber ich habe den India-Rap schon in anderen
Gerichten verwendet und da war das wirklich sehr lecker. Mein Sößchen war vielleicht auch ein bisschen fad, also ich habe noch ein bisschen Salz drüber, noch ein bisschen Curry und dann war das so richtig lecker. Aber das ist eine Abschmeckgeschichte, das muss jeder für sich selber entscheiden. Tja Leute, schauen wir, wie es weitergeht, mit dieser Corona-Krise. Vielleicht habe ich ja jetzt Zeit, ganz viele Videos zu machen. Wir wissen es nicht, was kommt. Wir werden sehen. Aber wir sehen uns auf alle Fälle wieder. Tschaikowski.